Willkommen zurück zu The Skyhard 2. Wisst ihr, was eines der ärgerlichsten Sachen ist, die einem passieren können? Wenn man in die Item-Welt geht, um so ein bisschen Spezialisten zu farmen und so weiter, man dann schon am Ausgang eigentlich ist, in der letzten Etage, und einem dann das Spiel einfach ohne jegliche Meldung abstürzt. Ich hasse es, Progress zu verlieren, ne? Ich hoffe, es passiert uns nicht so oft. Ich freue mich, in der Story wäre das super ärgerlich, auch für die Aufnahme wäre das super ärgerlich. Aber es war zum ersten Mal in der Eating-Welt passiert. Ich hoffe, das ist ein einmaliger Vorfall gewesen. Ich habe tatsächlich ein bisschen gelevelt, Ausrüstung verbessert, neue Ausrüstung gekauft. Wir sehen ziemlich gut aus jetzt, würde ich sagen. Auch die Levels von den Main-Charaktern sind wieder ziemlich angenehm. Ich habe hier eine sehr coole Knarre bekommen mit der HG4. Die ist sogar eine Rarity-Gold-Version. Das heißt, die hat sehr viele Purgationsplätze in ihrer Waffe. Das heißt, ich kann da sehr viele von diesen Einwohnern reinstecken. Ich habe jetzt auch die Einwohner von Ryu, den ich auch tatsächlich noch ein bisschen trainiert habe, aus der Waffe rausgenommen und bei ihr reingesteckt. Ja. Sonst seht ihr auch, dass Lara 27 schon wieder ist und auch Hope schon 22 ist. Das heißt, auch die beiden sind wieder ein bisschen reingelevelt, sodass wir die mitnehmen können. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir noch mehr Story-Charaktere bekommen, weil ich mich absolut nicht mehr erinnern kann. Wenn dem nicht so ist, würde ich fast behaupten, dass die Gruppe, also diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dass das unsere Endgruppe bleiben wird. Mal abgesehen von Hanako, wo ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich sie vielleicht austausche, irgendwann gegen ein anderes Monster. Aber das muss ich mal sehen. Sonst bin ich echt ziemlich fest. Und das ist auch gut und wichtig so, weil wir müssen dann fest sein, damit ich mich darauf spezialisieren kann, die richtigen Leute auch entsprechend zu trainieren. Ne? Gut, genug gelabert. Habe ich noch irgendwas Sinnvolles gemacht? Nö, das war's eigentlich. Ich war nur in der Itemwelt. Und habe uns so ein bisschen vorbereitet auf die jetzt etwas anstrengenderen Level. Arca City, Stage 2, Grave of Alchemy. あれが偽物の父上だとして本物の父上はどうされておるのじゃろう。まさかとは思うが、あの偽物の卑怯な罠にかかり幽閉されておるなどということは。考えすぎだろ。魔王ゼノンともあろうやつが偽物ごときにやられるとは思えねえよ。ありえるとするなら、あの偽物が影武者だってせんじゃねえのか。そうかもしれぬな。まあそれも世界で一番強いやつを召喚すれば明らかになることだ。うん。じゃがまことに良いのか。父上を召喚してそれからどうするのじゃ。それはそれはその時に考える。お前は本当の父親に会いたいんだろう。約束通り会わせてやるさ。期待はしておらんぞ。よう召喚した時も失敗じゃったからな。Der arme Tink. Ist schon wieder tot in der Ecke. Okay, wieder so ein spaßiger Hinterhalt. Mehr Erfahrung. Da müssen wir erstmal selber draufstehen, wenn wir die kriegen, ne? Aber wir kriegen die ja nur, wenn wir selber draufstehen. Hier sind drei Truhen. Das scheint mir ein sehr kurzes Map zu sein. Vielleicht wieder, wenn man irgendwas trainieren kann. Du könntest eigentlich mal so machen. Können sich jemanden da draufstellen und die versuchen, die Erfahrung zu kriegen. Ist nur etwas schwierig, sie abzuschätzen, wann genau die Erfahrung dann auch, sag mal, aus denen rauspurzelt, also wann wir die besiegen.
Shooting Stars, die hat einen neuen Skill gelernt. Interesting. Ah, erstmal Growth Stones hier. Hm, das müsste die eigentlich beide ziemlich schwächen schon, ne? Mit ein bisschen Glück kann man sie danach finishen. Ich würde es nämlich gerne Lara überlassen. Das wäre nämlich eine ganz ordentliche Menge an Erfahrungspunkten. Mit den extra Erfahrungspunkten, die sie hat, was hier draufsteht, ne? Mal gucken, ob das reicht. Ach, Mist. Animationen sind aus. Mache ich, ehrlich gesagt, eigentlich völlig ungern. Ich mag es absolut nicht, Animationen auszuschalten in Spielen. Auch nicht, wenn ich privat spiele. Der einzige Grund, weswegen ich das ausgemacht habe, ist, dass ich, wie gesagt, diesen Scheiß hatte mit dem... Ja, jetzt wieder an. Mit den hier... Yeah, Absturz, ne? Da war ich so pisst, da dachte ich mir, jetzt muss ich erstmal zwei Itemwelten abschließen, damit ich wieder das Gefühl habe, die Sachen wiederbekommen zu haben, die ich verloren habe. Deswegen habe ich da kurz das Ausgeschaltet, um schnell durchzupushen, ne? Sonst habe ich die jetzt auch immer an, auch privat. Okay, das war nicht schlecht. Das war jetzt ein Level 29 für sie. Freut mich. Wäre cool, wenn wir die auch noch kriegen würden hier. Oh, hat auch was Neues. Jetzt hat er Magical Knight mittlerweile gelernt, also seine Fernkampffähigkeit. Die können wir eigentlich mal nutzen hier. Warum eigentlich nicht? Magical Knight von Hiki. Neuer Skill. Ist ja am besten, wenn Hope die Erfahrung bekommt. Ist nur leider sehr schwierig abzuschätzen, wann sie ausreicht. Wir versuchen es mal so. Und dann machst du nur Raiden Missile. Das ist dein stärkster Move, den du momentan hast. Aus der Position zumindest. Stirbt es nicht vorher. Sehr gut, das müsste klappen, oder? Dürfte genau reichen. Ja, sehr gut. Weil wir Level Up für sie. Wir müssen gucken, dass die beiden wieder ein bisschen nachleveln momentan. Und noch eine Schatztruhe. Ich hätte die Schatztruhe da oben auch gerne. Wobei die, glaube ich, immer da bleiben, solange man sie noch nie geöffnet hat. Ne? Also wichtig ist es eigentlich nicht. Nein, du solltest bitte einmal nur dahin. Ein paar neue Waffen sind natürlich auch, die ich gekauft habe. Jetzt wird zum Beispiel der Trident, habe ich nicht gekauft, den habe ich gefunden. Sieht man ja auch eine Seltenheit, dass die golden leuchtet. Die hätte ich so gar nicht kaufen können. Ich wüsste zumindest nicht, dass die Waffen mit Seltenheit überhaupt kaufbar sind. Ja, besser wäre ein Monster, aber ich habe keins mehr hier, ne? Naja. Doch, Tink. Tink habe ich noch. Nice. So, zwei können noch rauskommen. Muss aber sagen, hier reinzustürmen wird nicht viel bringen. Killen wir aber auch keinen mehr von denen, glaube ich. Noch ein Blade Rush hier. Und Dude muss auch noch raus. Der soll aber jetzt nicht da stehen und angreifen, weil er will uns so zum Ziel vorne angreifen. Verlieren können natürlich trotzdem noch Leute, wenn sie sich entscheiden, mit vier Leuten auf einen loszugehen, dann ist der halt down, ne? Oder die. Wenn sie sich entscheiden, ihre Waffen zu buffen, dann gehen die gar nichts down. Au. Ein Gigastar. Leben noch alle? Nice, gut. Leben noch alle, sehr schön. Kann Hope ein bisschen heilen. Ich habe leider immer noch keine Giga-Zauber, aber ich habe ja auch 700 genau da im Moment reinkarniert, wo sie Giga gelernt hätte mit ihrem Eiszaubern. Aber sie wird ja irgendwann, also nicht Hope, sondern unsere Magierin, aber sie wird irgendwann Giga-Star lernen, ist schon okay. Und wenn sie irgendwann Prison Mage ist, was ich hoffe, dass es hier auch existiert, ich weiß es nämlich gar nicht, ich gehe nur davon aus, dann wird sie sowieso alles andere auch lernen. Moment. Ach, schon down, okay. Wir sind erheblich mächtiger geworden, ne? Man merkt's.
Schön, mal 1000 Erfahrungspunkte für alle. Das freut mich sogar sehr. Und nicht skippen. Ja, どうしたの, Direktor? こんなところに呼び出して. Boku,悪いけど映画の出演が決まって. 今超多忙なんだよね. ハクターレちゃん。変わった？変わってないさ。元通りのダークヒーローに戻っただけだよ。それのどこがダークヒーローなのよ。ただのお行儀のいいヒーローじゃないの。ダークヒーロー魂を忘れちゃったの。ダークヒーローは悪の伝道師。みんなの悪のお手本なのよ。 新しい事務所の方針だから仕方ないよ。今は爽やかキャラが流行なんだって。そう。今のアクターレちゃんには何を言っても無駄みたいね。悪かったわね。時間取らせて。映画頑張ってちょうだい。アクターレさん、本番参ります。 Seine Rolle als Melancholy Alien Lala. Okay. Ei, zügig hier. Lala! Kommt der vom Weg ab? So, nächstes Stage würde ich sagen. Arca City, Altered Town. Ne, Hanako. Ano nisemono no Zenon, hen ja nakatta? Hen? Dono hen ga? Datte, Hime-sama no koto shitteta mitai da shi. Honto no papa mitai ni hanashiteta janai ka. そうね、ロザリンが父上って言っても違うよって言わなかったもんね。そうなんでござるよな。拙者も幼き頃の記憶で定かではないものの、なんとなく見覚えがあったのでござる。だからあれが魔王ゼノンだと確信したのに偽物でござったとは。しかし、 はやつは我が諭吉族のことを知っているようでござったし、混乱してきたでござる。僕もあれがゼノン様だと思いましたよ。もちろん会ったことは一度もないですけど、あの仮面の人たちも偽物をゼノン様って呼んでたから、すっかり本物だと。 Monster. Oh, neue Version. Das finde ich in diesem Spiel ein bisschen schade. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich mich erinnere, im ersten Teil war das anders. Zwei Sachen, nämlich. Und zwar einmal, wenn man im hier Dark Assembly die Leute reinkarniert hat. Wenn man eine menschliche Klasse hat, dann ist sie, glaube ich, mit der Zeit durch die Level gestiegen. Das heißt, egal ob du jetzt die erste menschliche Klasse hattest vom Krieger oder die zweite, du hast nach und nach alle anderen freigeschaltet, sobald du größte Level erreicht hast. Hier ist das anscheinend ja so, ich muss jedes Mal in die nächste Stufe reinkarnieren und die dann wieder hochleveln. Das finde ich sehr ungünstig, weil dadurch muss ich immer wieder auch unnötigerweise viel zu früh reinkarnieren, nur um die Klassen danach freizuschalten, die sich erst richtig lohnen. Ich hoffe, das haben sie in den späteren Spielen anders gemacht. Weil das echt unglücklich ist. Den Monster finde ich auch nicht so cool, wie es im ersten Teil war. Da war es zwar auch nicht so, also auch nicht so wie mit den Menschen. Und da war es halt, glaube ich, so, wenn man die Monster besiegt hat, dann hat man die Monster hier auch bekommen. In der Regel. Zum Erschaffen. Und wenn man die Monster öfter besiegt hat, wurden die halt entsprechend billiger zum Erschaffen. Hier ist es aber bei den Monstern genauso wie bei den Menschen. Und zwar, wie es halt hier im zweiten Teil bei den Menschen ist. Ich muss Stufe für Stufe die immer reinkarnieren und erst dann kann ich die neueren Versionen bekommen. Das ist echt unglücklich, finde ich.
Das ist einfach nur, das streckt es. Ich meine, das Spiel hat eh schon einen theoretischen Zeit, ne? Zeitaufwand von unendlich, wenn man das, wenn man möchte. Aber ja, diese kleinen Notwendigkeiten mit dem Reinkarnieren, auch wenn sie nicht notwendig sind, aber ist halt irgendwie auch schade, dass man da halt eigentlich extrem oft reinkarnieren muss, obwohl es sich gar nicht lohnt. Das war im ersten Teil besser. Ich hoffe, das ist in Folgeteilen wieder anders. Okay, das ist ein nerviges Feld. Wir haben hier sehr viel Dispersed Damage. Also jeder, der hier drauf steht, teilt den Schaden mit allen anderen. Wir haben hier oben einige miese Magier, die nicht erreichbar sind wegen den No-Entry-Feldern. Die beste Chance, die zu killen, ist wahrscheinlich mit eigener Magie. Oder ja, doch, mit Bogenschützen auch, aber die machen jetzt viel Schaden bei uns. Wir legen erstmal los. Wir können erstmal versuchen, aus diesen Dispersed Damage-Feldern wegzubleiben. Shooting Stars. Ich will mal ihren neuen Move sehen. Bin gespannt. Aber der wird niemals reichen. Nicht gegen einen Zombie. Die können immer noch Delta Split, aber dafür müssen wir sehr umfangreiche Bereiche haben. Wie ihr seht. Also nicht so einfach zu machen, der Move. So, vielleicht kann Doom Druid das hier mit einem Spell dann beenden. Mal gucken. Shooting Star. Könnte auch ein Move sein von Waffen, ne? Ja, war es wahrscheinlich auch. Also nicht ihr eigener Move, sondern ein Knarren-Move. Schusswaffen-Move, den jeder Schusswaffen-Nutzer lernen könnte. Macht doch mehr Sinn. Ja, ist wahrscheinlich der Schusswaffen-Move der nächste. Gehe ich jetzt mal mehr von aus. So, keiner von euch ist auf Disturbed Damage Feldern, das ist schon mal gut. Wir können einen auf jeden Fall draufstellen, solange er nicht erreicht wird. Ist das ja im Grunde egal. Moment mal eben. Komm du mal raus. Da kommst du raus. Da gibst du ihm schon mal Domination. Und du wirfst ihn an die Front. Ich habe von mir auch eine neue Waffe bekommen. Das heißt, der macht jetzt auch extrem viel Damage. Trotz nicht ganz gereicht. Die hat aber nicht mehr, okay. 938. Kann ich den noch killen? Ich müsste ja noch einen Magier irgendwie hinbekommen. Kann ich so weit zaubern? Wahrscheinlich, oder? Ja, wenn ich einen Flächenzauber nutze. Er hat eine Schwäche, dann ist er down. Nein, außer ich misse. Team kann auch weit laufen. Ja. Die Tore sind halt auch dicht, ne? Wir müssen halt hier oben lang laufen nachher. Mach schon mal deinen Change. Er hat auch eine neue Fähigkeit, die ich nie benutzt habe. Goodbye, Tink. Sacrifice own life, but no one cares. Ich schätze mal, dass er dann irgendwie selbst in die Luft sprengen ganz viel Schaden macht. Mal gucken, ob wir das jemals benutzen. Jemand zum Spaß mal zu gucken, bestimmt. So, Hanako. Bleib mir einfach da stehen. Der hat auch einen neuen Song, Song of Courage. Habe ich auch noch nicht benutzt. Ich schätze mal, also Hope macht ja Hit und Speed. Das hier macht Attack und Defense. Also macht das hier vielleicht Resistenz und Intelligenz. Mal gucken. Ja. Also kann sie mit all ihren Buffs jeweils zwei verschiedene Werte erhöhen. Das damit sind alle Werte erhöht, die sie erhöhen kann. Wahrscheinlich. Okay. Wir haben die Dispersed Damage für da. Avoided. Au, ein Crit. Unangenehm. Sehr unangenehm. Plong. Nice, Level Up, das freut uns immer. Mich vor allen Dingen. Und der hat eine Eisschwäche. Da können wir ein bisschen Eishuch machen, cool. Mein.
Zombies sind halt echt tanky, würde man sagen. So, solange wir immer nur einen auf diesen Disperse Damage Feldern stehen haben, ist alles cool. Weil da kann sich nichts aufteilen, wenn da nur einer draufsteht. Da müssen wir so ein bisschen darauf achten, dass wir das einhalten. Zumindest erstmal. Ich könnte mich eigentlich theoretisch da hochwerfen. So. Wir sind noch nicht auf dem Disperse Damage Feld. Return. Das wird eine lange Stage. Leider. Wir müssten halt da hinkommen und das Ding zerstören, ne? Das können wir nur einmal ganz außen rumlaufen. Hä? What the fuck? Wo sind die Mystics, die da vorne drauf waren? Bin ich blöd? Ach, die sind wegen Disperse Damage einfach gestorben. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass es ja für die dann auch zählt. Lol. Okay, das macht's ja viel einfacher. Jetzt muss ich nur unten alle besiegen. Das habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass die durch alle sterben würden. Gar nicht. Das hat mich jetzt super überrascht. Ich dachte, hä, wo sind die einfach mal hin? Die können ja auch nicht da rauslaufen. Die armen Schweine sind eigentlich nicht wie mächtige Typen da oben auf ihren Thronen und in Türen gesessen, sondern einfach wie Gefangene in den Zellen gestorben, wenn man so will. Ich bin ein bisschen leid tun. Halt ich bei ihm selber. Einer kann im Mittelfeld dann draufstehen. Das ist eigentlich sogar mehrere, gerade kommt keiner uns ran. Ne? Wir müssen nur vorsichtig sein, dass wenn die Kämpfe losgehen, dass sie ja nicht auf sich den Feldern verteilt stehen. Das wäre sehr ungünstig. So, ihr beide könnt schon mal rüber. Ist gut. Schikane auf den Damage-Feldern, also können wir ruhig drauflaufen. Keiner in Gegnerreichweite zumindest. Lauft ihr schon mal weiter. Da können auch die anderen jetzt locker rankommen, die schon jetzt von hinten kommen, und ihr könnt schon mal weitergehen. Solange ihr nicht auf das Burst damit steht, ist das kein Problem. Du kannst da hingehen. Hier schon mal anhitten und ein bisschen in die Richtung pushen. Das war überraschend guter Damage gerade von ihm. Wow. 198. Er hat auch sehr viel Speed jetzt wieder, ne? Hat auch wieder viel reingedonnert. Nice. So levelt auch sie fröhlich weiter. Das können alle an so viel pushen, wie sie wollen, weil jetzt kein Gegner auf Liederfelder rankommt. Er kann im Grunde seinen Heal trainieren, weil er da oben ein bisschen Schaden durchs Level abwandt. Also mehr maximal AP hat natürlich jetzt. Wild Rush.
daneben. Du kannst schon weitergehen, Leute anlocken. Ne, wir bleiben weiter. Aber du kannst hier ein bisschen stehen bleiben und kämpfen. Eine Eisschwäche? Leider nicht. Der auch nicht. Ich mach trotzdem den Eis-Move, der ist cool. Ich möchte gerne trainieren, den Schneemann-Move. Der Move ist auch cool, aber das lohnt sich hier gerade nicht wirklich. Kommen wir sicher auch mal zu, den zu nutzen. Ja, hier steht ja auch, dass es ein Waffenskill ist, weil da unten ja diese Schusswaffensymbol ist. Alles klar. Shooting Stars. Ich will Hiki noch mal den Domination Buff mitgeben, das ist auch gut. Domination. Ist der letzte schon oder kommt da noch mehr da hinten? Noch mehr. Das ist so lang gezogen hier, mein Gott. Okay. Ja, schnappe dir mal. Ein feinen Finish. Der Spinbomb. Ich möchte die Zauber trainieren, warum nicht, ne? Kein Grund, das nicht zu nutzen. Ich hoffe, dass er nicht zu nah an dem Gegner da hinten dran ist. Aber ich glaube nicht. Und wenn doch, ist er einmal Dispersed, dann ist glaube ich auch kein Weltuntergang. Hoffe ich mindestens. Der wird tot sein, oder? Ja, hundertprozentig, komm. Ja, der ist sowas von tot. Ich spare immer alte Herzustin, dann lohnt sich nicht mehr. Ich gehe immer den beiden hier in Domination. Dann machen die das schon. Ich gehe noch ein bisschen schneller. Ich muss ja nicht immer alle hinterherziehen. Das ist ja kein großartiger Grund dahinter. Aber zumindest sowas wie Heilzauber oder so könnt ihr gerne noch machen. Waffzauber. So ein Gedönse halt. Hey.
Neuer Move. Gott sei Dank nur Speeder. Nein, da auch Sleep. Shit. Aber er schläft. Ja gut, stimmt. Hiki ist ja resistent gegen alle Statusveränderungen, ne? Irgendwie sowas war da, ja. I remember. Nice, Crit. Schön. Was war? Ah, verletzt. Sehr gut. Keine Erfahrung, doch. Ein ganz bisschen Erfahrung gab es noch. Sehr gut. Ja, mittlerweile sind 625 auch nicht mehr viel. Aber immer ein bisschen. Goldene Nerdglasses sind ziemlich cool. Die könnte man immer mal in der Itemwelt leveln gehen und dann vielleicht statt den gelevelten Binoculars, die momentan immer noch getragen werden, von Rosaline einsetzen. Für mehr Hit-Power. Zenon-sama, ご復活をお喜び申し上げます。おのれ、魔人エトナの力を見くびっておったわ。魔王級の実力を持ちながら魔人を名乗るとは、我を油断させるための罠であった。ゼノン様、そろそろこの辺りが潮時では。何？何を申しておるか貴様。なるほど。我が力を失ったことで封印が弱まってしまったようだ。ならば今一度我が封印の支配を受けるがよいわ。余計な手間をかけさせおって貴様らは姫の行方を追え。姫を取り戻しさえすれば恐れるものはない。御意。魔王ゼノン様の仰せのままに。Savvy, Savvy, ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, machen wir die Folge hier und bringen wir sie zu einem Ende. Und nächstes Mal geht's weiter. Ich danke euch fürs Zusehen. Bye, bye.